Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hatte mal wieder richtig Lust zu malen und deswegen dachte ich, ich packe meine Aquarellstifte und Pinsel einfach mal aus und probiere mich da ein bisschen. Ich habe wirklich kaum Erfahrung mit Aquarell, muss ich echt sagen. Deswegen, ja, verurteilt bitte nicht meine Malkünste. Es ist noch nicht so besonders. Ich habe mir aber tatsächlich extra zwei Bücher bestellt. Und die werde ich die nächsten Tage und Wochen erstmal ein bisschen wälzen, weil ich möchte definitiv mehr mit Aquarell malen, weil das wirklich, wirklich viel Spaß macht. Wie ihr hier seht, habe ich mich für ein maritimes Thema entschieden. Ich habe eine kleine Meerjungfrau gemalt und dann ein Seepferdchen. Ich liebe Seepferdchen, das sind mitunter meine Lieblingstiere. Ich finde Seepferdchen einfach total faszinierend und richtig schön. Ja, und hier kommen dann noch ein paar Fische hinzu. Ich habe das Ganze mit Bleistift vorgemalt. Und dann später mit einem Copic-Marker einfach, ja, nochmal die Ränder umrahmt. Und ja, man muss halt bei Aquarell natürlich aufpassen, dass man da, ja, einen Stift nimmt, der auf jeden Fall wasserfest ist. Und ansonsten habe ich ehrlich gesagt tatsächlich nicht besonders viel Ahnung von Aquarell, deswegen ist das hier auch kein Tutorial oder so, sondern einfach ein Speedpaint oder Watch Me Draw oder so. Also keine Ahnung, wie man das nennen will. Auf jeden Fall habe ich mich hier ein bisschen ausprobiert und ich musste feststellen, dass Washi-Tape sich nicht so gut eignet, um Papier festzukleben. Also die Idee, Papier festzukleben, ist eigentlich nicht schlecht, damit eben das Papier sich nicht so krass wellt und hin und her bewegt. Aber wenn, dann halt nicht mit Washi-Tape, weil das irgendwie nicht so gut funktioniert. Ich habe es dann nochmal mit zusätzlichem Washi-Tape versucht zu verstärken, aber das hat irgendwie auch nicht funktioniert. Ich glaube, ich muss vielleicht Kreppband oder so mal nehmen. Genau, also falls ihr da irgendwie Tipps und Tricks habt und ihr selber euch mit Aquarell gut auskennt, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare, was ich da tun kann. Oder generell, was es da so für Tipps und ja, Anwendungen gibt. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Vielleicht kennt sich der ein oder andere ja aus. Und ja, ich habe einfach ein bisschen rumprobiert, wie viel Wasser ich nehmen muss. Ich habe zum Beispiel versucht, so einen Farbverlauf eben zu gestalten. Es hat eigentlich auch recht gut geklappt und vor allem hat es einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit der Farbe rumzupanschen. Das ist halt echt cool. Und ja. Das Schöne beim Aquarell ist halt auch einfach, dass man die Farbe, wenn man mal irgendwie daneben gegriffen hat, dass man das sehr gut einfach wieder verblenden kann oder dass man halt, wenn man zu viel Wasser genommen hat, dass man das sehr gut einfach abtupfen kann und so. Das ist halt sehr schön. Also Aquarell verzeiht ziemlich viel, habe ich das Gefühl. Genau. Ich habe auch mal wieder überlegt, ob ich meine Copics mal wieder rauskramen soll, aber irgendwie habe ich gerade mehr Lust auf Aquarell. Ihr könnt ja mal schreiben, was euer liebstes Medium ist, also zum Beispiel Acrylfarben oder Copics oder Buntstifte, Aquarell oder ja, was mit was malt ihr am liebsten? Das würde mich mal interessieren. Es gibt ja auch noch, keine Ahnung, Gouache oder Kohle oder es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten. Bei der Meerjungfrau habe ich versucht, so ein bisschen Farbverlauf hinzukriegen, aber das ist tatsächlich gar nicht so schwer. Es ist irgendwie ständig, ja, zerflossen und verschwommen, weil wenn ich zu viel Wasser nehme, dann verschwimmt das eben. Und wenn ich zu wenig Farbe nehme, dann kriege ich keinen richtigen Verlauf hin. Das ist also irgendwie so ein bisschen schwierig, fand ich zumindest ein bisschen schwierig. Beim Seepferdchen ist es mir, finde ich, besser gelungen. Und zum Schluss habe ich noch mit Wattestäbchen oben das ein bisschen abgerieben. Das ist halt wirklich cool bei Aquarell, dass man die Farbe einfach wieder wegnehmen kann. Also nicht komplett, aber halt teilweise. Und das soll halt so ein bisschen Sonnenstrahlen darstellen, die so ins Wasser hineinstrahlen. Ich hoffe, man erkennt das. Ja. Also wie ihr seht, ich bin sehr, sehr unsicher mit Aquarell. Ich habe da wirklich nicht viel Erfahrung. Ich weiß, dass meine Mutter zum Beispiel früher sehr, sehr viel mit Aquarell gemalt hat. Und die Bilder hingen bei uns immer im Flur und die waren sehr, sehr schön. Ja, und ja, vielleicht kriege ich das ja irgendwann auch mal so schön hin. Auf jeden Fall habe ich dann am Schluss, als alles getrocknet war, dann mit so einem Gelstift einfach noch ein paar Highlights gesetzt. Das kann man auch mit Acrylfarbe oder so machen. Und ja, das war es im Prinzip schon. Was ich auf jeden Fall richtig gut finde, ist, wenn man einen Heißluftföhn dabei hat, also keinen normalen Haartrocknerföhn, sondern eben extra zum Basteln, sondern Heißluftföhn, dann muss man eben nicht so lange warten, bis die einzelnen Schichten getrocknet sind. Ja, und das hier ist das Endergebnis. Ich hoffe, es gefällt euch, trotz chaotischem Video und ja,
ein bisschen Geschwafel. Und falls ihr mögt, folgt mir gerne auf Instagram oder abonniert diesen Kanal. Und die nächsten Videos, die kommen, sind einmal ein Vlog, der kommt wahrscheinlich nächste Woche. Und die Woche danach kommt dann ein Pokémon-Video. Ich bastel wieder ein Pokémon aus Fimo, welches verrate ich aber natürlich noch nicht. Und ja, ich wünsche euch eine gute Zeit und bis dann. Tschüss!